Morgens in Mittelhessen. Eine spontane Entenjagd steht an, die Schützen machen sich auf den Weg zum Bach. Hier sollen zahlreiche Enten drauf liegen. Nach einer kurzen Besprechung nehmen die Jäger vorsichtig ihre Stände ein. Beide Uferseiten sind abgestellt, plötzlich gehen die Enten hoch. Unzählige Schüsse fallen, die Trefferquote ist schlecht. Eine Ente geht langsam zu Boden, sie wird abgetan. Plötzlich eine einzelne Ente. Die bleifreien Schrote holen sie aber nicht vom Himmel, sie kommt davon. Auf der anderen Bachseite fallen noch Schüsse, auch sie verfehlen ihr Ziel. Dann sind am Himmel keine Enten mehr zu sehen, es ist Hahn in Ruhe. Die Schützen sammeln sich und erzählen von ihren Erlebnissen. Ein Erpel wurde vom Revierpächter erlegt. Ein Hund wird geholt. Er soll die Enten am Bach suchen und apportieren. Die restlichen Schützen machen sich in der Zwischenzeit auf den Rückweg. 7 Enten liegen auf der Strecke. Am Mittag sind noch 2 Hasen gefallen. Dann heißt es, Flugwild tot. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben. Wenn Sie sehen wollen, welche Videos wir in unserem DOZ-YouTube-Kanal sonst noch hochladen, können Sie ihn hier unter mir abonnieren.